So, das ist der Vorraum für mein Lager, für die Ressourcen, also für Materialien. Und hier, nur den Vorraum habe ich bisher schön eingerichtet. Also den habe ich hier so ein kleines bisschen, ja, heimlich gemacht, ne? Und hier ist jetzt quasi erstmal provisorisch die Kisten. Hier sind die ganzen Diamanten oder Edelsteine, wie auch immer. Die sind hier vertreten. Genau. Auf der vorderen Tür hier sind die Ressourcen, die aus der Erde kommen. Oder quasi natürliche Ressourcen. Also das heißt hier Stein, Lehm, Kohle, wie auch immer. Hier ist Holzarten, alle Holzarten. Und hier ist Erde. Wieso ist hier Lehm? Ah ne, hier ist Lehm. Okay, da vorne war kein Lehm drin, genau. Hier sind Erde, Lehm, Eis, Sand, genau. Sowas halt, alles was aus der Erde kommt halt, ne? So. Aber wie gesagt, das ist nur provisorisch. Das mache ich irgendwann nochmal ein bisschen schöner. Aber ich hatte nicht so viel Zeit, um mich darum zu kümmern. So, und hier ist alles, was an, ja, wie sagt man, besonderen Edelsteinen. Also, ja, nur nicht wirklich Edelsteine, aber halt eben besondere Steine hier. Ihr seht es ja schon, Eisen, Gold, das ganze Gedönse halt, was halt eben dazu passt, ne? Hier ist alles, was, da sind sogar diese Event-Items. Also hier zum Beispiel hier diese Taler, Münzen, wie auch immer, dann die Eier und so weiter und so fort. Und da habe ich jetzt, da war ich mir noch unsicher, wie ich das am besten organisieren sollte. Da habe ich jetzt zusätzlich auch noch das Glas, die Perlen und ja, genau, eben und die Knochen und die Plastikschrott. Also alles, was man halt eben auch noch so sammeln kann, aber halt eben nichts Besonderes. Und hier alles, hier kommt dann zusätzlich alles rein, was herstellbar ist. Also was du dir herstellen musst, aber vielleicht gerade nicht alles verbraucht hast. Das kannst du dann hier reinpacken. Kann ich jetzt gerade hier auch sowieso mal machen. So, zack. Kannst hier alles reinpacken, was man herstellen muss. Oder halt in dem Fall, ja gut, das hier halt Schmiedeeisen. Muss man jetzt, ne, sammeln vom Remis, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Genau. So. So sieht mein aktuelles Lager von den Ressourcen aus. Aber es ist halt noch nicht so voll, ne? Aber, und auch nicht so hübsch. Aber ja, immerhin. Ich habe ein Thema, Toffi. Toffi baut endlich ein vernünftiges Lager. Das soll das Thema sein? Oh Gott. Thema: Toffi baut endlich ein vernünftiges Lager. Wie kommt man auf dieses Thema? Was da für ein Song rauskommt, ich bin sehr gespannt. Diesmal nennen wir dich nur Ryan, weil dann hast du wieder, dann bist du vielleicht wieder weiblich im Song, weißt du? Vielleicht, wir könnten dich auch mit Apostrophe Ryan oder sowas nennen. Vielleicht ist das ein bisschen französischer, weiblicher oder sonst was, weiß ich ja nicht. Wir haben zwar heute hier richtig Aprilwetter, aber würde jetzt nochmal vor die Tür gehen. Viel Spaß und noch bis zum nächsten Mal. Lauri, danke, dass du da warst. Bei uns ist Sonnenschein, um jetzt nochmal ein bisschen Salz in die Wunde zu streuen. Bei uns ist ganz schön. Genau, Fleisch wollte ich, ne? So. Bei der Gelegenheit, also genau, hier, und das ist ja mein Lager von außen. Also ich habe diesen Palast hier genommen, den, ja, halt. Ich glaube, das ist was mit von Aladdin, glaube ich, ne? Also, Lily Pacific, hallo. Den habe ich dafür genommen, für das Lager. Genau. Ich war noch nie an einem Ort, der fuck, fuck, fuck. Scheiß Langeweile. Fuck, fuck, fuck. Hohe Bratze, Mistsau. Nee, ich glaube Nummer 1 nur mit, weil es kostet zu viel Geld sonst. Dann gehen wir mal kochen. Oh, ich habe das Falsche genommen, ne? Ich habe das falsch genommen. Jetzt muss ich laufen. Oh nein. Was war das letzte noch? Irgendein Fisch, ne? Ich weiß nicht, ob ich den hab. Muss ich nochmal gucken. Wahrscheinlich habe ich ihn im Lager, aber... Muss mal gucken. Ich denke immer, da kommt jemand. Ich bin immer so auf Alarmbereitschaft. Mein Sohn ist gerade am See. Kann natürlich auch sein, dass jederzeit wiederkommt. Aber er ist halt eben... Er wird betreut. Es ist nicht so, dass mein Sohn jetzt einfach am See wiederkommt mit 4,5 Jahren und sagt, hallo, ich bin allein am See. Ne? Nee, das ist natürlich nicht. Also. Wir müssen, was kommt da alles rein? Jetzt müssen wir gucken, habe ich alles? Also. Davon kommt nichts rein. Oder habe ich Reis übersprungen? Nee, Reis war noch nicht dabei, ne?
Und da kommen die ganzen Fische, die kommen nicht rein. Da kommt auch nichts rein. Knoblauch kommt rein, genau. Zimt. Oh, wow. Zimt. Sag mal, bin ich jetzt blind? Die Zitrone habe ich schon wieder überflogen. Ich trottel da Wildfleisch auf jeden Fall noch, genau. Reis und Zitrone habe ich überflogen. Warum? Warum sehe ich das nicht? Ich sag, ich werde alt. Ich habe Kontaktlinsen drin und sehe es nicht. Ja, das ist Zuckerrohr. Das schmeckt bestimmt nicht. Wo ist Reis? Und Zitrone war da. Ach, hier. Siehst du, direkt beides untereinander. Ich trottel. So, jetzt. Shawarma. 110 Stream-Serie. Krass, Ryan. Mein Kater ist beleidigt auf mich. Was hast du gemacht? Hast ihm Shawarma gegeben? So, hier. Bitteschön. Mmh, Shawarma. Wie oft will ich das jetzt noch sagen? So, und dann noch eine Banane und... Oh, jetzt habe ich nicht nachgeguckt. Also irgendwie so dieser runde Fisch da, ne? Diesen Seeteufel, genau. Noch eine Banane holen gehen, Leute. Das hat mein ehemaliger Stiefvater immer gesagt, als Beleidigung. Bananenbieger. Weißt du? Das ist so richtiger alter Herrenwitz, weißt du? So, oh, Bananenbieger, uhuhu. Weißt du, weil Bananen sind halt krumm und wenn du so ein Bananenbieger bist, bist du total lächerlich. Boah, ist das lustig. Alte Herren sind so lustig. So, zu denen gehöre ich irgendwann auch mal, ist mir klar. Und dann werde ich auch so ekelhafte, blöde Sprüche machen. Aber noch gehöre ich nicht dazu. Noch kann ich mich darüber lustig machen. Noch finde ich Bananenbieger total schwachsinnig. Sehr kreativ, ja. So ist das halt mit alten Leuten, ne? So, und dann nochmal den Seeteufel. Fuck, fuck, fuck. Scheiß Langeweile. Fuck, fuck, fuck. Hohlbratze, Mistsau. Ich finde das schön, dass der Kinderchor sowas singt. Ich musste sein Fell scheren, da er sich bis zur Haut verfilzt hat. Ah, meine Katze muss da langsam auch mal wieder, da ist auch wieder verfilzte Stellen. Die putzt sich nicht mehr so viel. Die ist aber auch jetzt mittlerweile schon 14 Jahre alt. Die putzt sich nicht mehr so viel. Naja, ich habe nur einen Teil gestern geschafft, da beim Scheren der Akku leer wurde. Seither geht er mir aus dem Weg. Oh. Das ist schon ein bisschen fies. Ja, aber, ja, was willst du machen? Du musst halt ran, ne? Mein Sohn findet es auch nicht so lustig, wenn ich ihm die Haare schere. So, eine Seeteufel. Aufteilen. So. Dann kriegst du hier ein bisschen Zicks. Banane! Ja, sie aß. Eine Banane. Kennt das jemand von den Ärzten, das Lied? So, jetzt muss ich aber trotzdem noch andere Sachen ihm schenken, denn... Oh, warte mal. Denn tatsächlich reicht es nicht. Oh! Seltener Erfolg! Großzügig! Da so ist der Toffee. Mega großzügig immer, ne? Oh, ja, ich bin so ein großzügiger. Ich nehme mal ein paar Edelsteine und. Ah, da muss ich die aber erstmal holen gehen. Ach, super, dass ich mein Lager jetzt woanders hin habe, weißt du? Das war eine ganz tolle Idee, Toffee. Ja, ich nehme ein paar Edelsteine und stecke sie ihm halt einfach so ins Maul, damit er halt irgendwann mal happy ist und dann, ne? Der Chat lädt bei mir heute voll langsam. Ich sehe eure Emotes immer erst 5 Minuten später. Von Kleiner Panda den Emote sehe ich immer noch nicht. Da steht nur Kleiner Panda, Doppelpunkt. Mehr sehe ich da nicht. Ja, jetzt kommt die klatschende Katze. Davor habe ich nichts gesehen. Nee, ich nehme am besten die, die ich halt doppelt und dreifach da habe.
Hier, ja gut, davon können wir noch ein bisschen. Also die 50er will ich halt gerne da behalten. Ich habe gar nicht so viel Doppel. Ah doch, hier, guck mal, davon habe ich ganz, ganz viele. Oder hiervon. So, mal gucken. Das dauert jetzt ein bisschen, aber es geht nicht anders. Ich muss den jetzt halt auf Level 10 kriegen, weil sonst haben wir nichts mehr zu tun heute. Wie war das mit dem Internet in Deutschland? Ja. Es bricht schon wieder ein, ne? Ach Gott. Fuck, fuck, fuck. Scheiß Langeweile. Nein, wobei das müsste das andere Lied wieder saugen. Über das Internet. Das Lied über das Internet. Das haben wir ja letztes Mal gedichtet, ne? Ein Lied über das Internet. Das uns missfällt. Um es jetzt mal freundlich auszudrücken. Ja, das ist echt. Das ist ja, ich muss es machen. Cam lässt sich es ja auch sein langes Fell nicht. Bleibt mir leider nichts anderes übrig, wenn ich nicht jedes Mal dafür zum Tierarzt fahren will. Da hat er ja noch mehr Schiss. Ja, ja, klar. Das ist natürlich ganz klar. Und wie gesagt, das überlebt die Katze auch. Sie findet es natürlich nicht prickelnd, ist ganz klar. Aber überleben wird sie es. Eindeutig. Internet verkackt. Internet verkackt. Aber es geht einigermaßen, ne? Es sind nur ein paar ausgelassene Frames. Also, es sind. Es kann sein, dass es jetzt langfristig gesehen ein unschöner Stream für euch wird, aber es geht noch. Doch wie dein Davy Jones wurde heute angekündigt für Speedstop. Das liegt einfach daran, weil ich so ein richtig schöner Influencer bin. Die haben gesehen, Toffi, der einzige Streamer in Deutschland, spielt Disney Dreamlight Valley auf Twitch. Und wenn der Davy Jones haben will, damit er das Spiel weiterspielt, dann machen wir das jetzt. Darum bin ich fest überzeugt von. Ich glaube nicht, dass die das vorher schon geplant haben und nur nicht angekündigt haben. Ich glaube, das haben die extra wegen mir gemacht, weil ich das Spiel supporte. Ansonsten haben die ja keine Chance mehr, das Spiel zu verkaufen. Dabei ist es gratis, weißt du? Ja, krass, ey. Ja, ich bin so... Also, wen wünsche ich mir dann als nächstes? Warte mal, jetzt müssen wir uns ja kurz überlegen. Wen könnte man als nächstes bei Disney Dreamlight, bei Disney Speedstorm? Ich wünsche mir... Oogie Boogie! Der aus Nightmare Before Christmas, der Böse, den wünsche ich mir. Und wenn der nicht kommt, Alter, dann mache ich so ein Terz, dann streame ich das Spiel nie wieder. So. Das Internet fängt sich auch gerade irgendwie nicht mehr. Habe ich noch was im Hintergrund offen, was irgendwie zu Problemen führen könnte? Ich könnte Discord mal schließen, einfach nur so, dann, um ein bisschen Internet zu sparen. Vielleicht geht das ja. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Was anderes habe ich nicht offen. Da habe ich noch was offen. Das kann ich mal aufmachen. So. Am geilsten war mal der Kater meiner Mama. Ich musste mal mit ihm zum Tierarzt, als meine Mama im Urlaub war. Er war recht entspannt und hat sich auch alles gefallen lassen. Selbst das Blut abnehmen. Aber als das Pflaster nach der Blutabnahme bekommen hat, hat er geschrien, als ob sonst was wäre. Ja, das ist ja auch geil. Ja gut, aber sie kennt es halt nicht, ne? Ja! Ja! Also ich lehne mich ja ganz weit aus dem Fenster und sage, die Synchronstimme für Timon haben sie auch schon im Sack. Weil die Synchronstimme von Timon ist nämlich die gleiche wie von Mike. Ich gehe mal schwer davon aus, dass der Synchronsprecher nochmal bereit ist, das Ganze nochmal zu machen, würde ich jetzt mal vermuten. Bei Pumba, ich weiß gar nicht. Da weiß nicht, ob ich das schon mal gehört. Also ob ich die Stimme noch irgendwo anders mal gehört habe. Pumba ist schon sehr speziell, glaube ich. Ich weiß, wirklich, ich glaube, ich habe die noch nie woanders gehört. Boah, das dauert halt 5 Jahre, ne? So, wie viele Steine soll ich dir noch geben? Kannst du nicht endlich mal Level 10 sein? Das Problem ist, ich kann ihm auch nicht 15 Steine auf Mal geben. Ich muss ihn dann immer alle einzeln klicken. Das ist irgendwie doof. Machen sie wahrscheinlich absichtlich, ne? Damit man ja nicht... Ja, damit man ja nicht auf die Idee kommt, das eben so schnell zu leveln, indem man einfach auf 500 Steine drückt und dann brrrr, ist hochgeschnellt, ne? Was hat der jetzt für Geräusche? Ja gut, wenn man so viele Steine kriegt, ist es irgendwann ein bisschen abgehoben wahrscheinlich, ne? Ich denke, er ist reich. Wahrscheinlich ist er das auch. Ja. Läuft das Stream bei euch einigermaßen stabil? Also ich meine, es sind zwar ausgelassene Frames da, aber es sollte einigermaßen passen. Es ist
Es ist so, so lala, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, es funktioniert einigermaßen bei euch. Wenn es zu schlimm wird, sagt einfach Bescheid. Dann müssen wir halt leider hier abbrechen oder so. Weil macht ja auch keinen Spaß, wenn es zu schlimm wird, ne? Läuft. Okay, danke. Ja, läuft gut gerade. Okay, dann habe ich... Ich sehe halt eben tatsächlich, dass wir 13% ausgelassene Frames haben. Und 13% Stream-Einbrüche ist natürlich auch nicht wenig. Aber ändern kann ich es jetzt leider halt nicht, ne? So, jetzt haben wir ihn Level 10. Super! Bravo! Oh, ich krieg so ein hübsches Kleidchen. Ich freue mich schon, das anzuziehen, wenn ich die Quest fertig habe. Heute ist der Tag, Toffi. Bist du bereit zu lachen? Immer, klar. Okay, hier ist ein kleiner Vorgeschmack. Was ist mit dem schillernden Strand? Es ist seltsam, dass er nie nach Seetang riecht, was? Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Er ist zwar sehr schillernd, aber wo ist Schiller? Der ist tot. Machst du dich über Tote lustig? Friedrich Schiller lebt nicht mehr. Das ist geschmacklos. Das ist unter aller Sau. Das geht unter die Gürtellinie. Das ist unverschämt. Unverschämt. Ja, buh. Verstehe ich. Nee, ich sag mal, So schlimm, hä? Ich hab gelacht. Du hast heftig ausgeatmet. Das war kein Lachen. Okay, okay. Vielleicht mag ich diese Witze nicht so gerne. Na gut, das ist in Ordnung. Ich falte noch in meinem Set. Es können ja nicht alle gut sein, oder? Und wie ich meinen Comedy-Schülern sage, es ist wichtig, Rückmeldungen zu bekommen. Hey, während ich an meinem Set arbeite, kannst du sicherstellen, dass Vanellope bereit ist? Sie ist ein Kind und hat vielleicht was Lampenfieber. Klar, bis gleich. Okay, gehen wir mal zu Vanellope. Und lassen uns mal davon überzeugen, ob sie wirklich imstande dazu ist, witzig zu sein. Bisher ist sie ja immer nur sehr laut und frech. Vielleicht ist das schon die Art von Witz, die sie gerne machen möchte, aber na, findet auch nicht jeder lustig, ne? Toffi baut endlich ein vernünftiges Lager. Tolles Thema. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Vanellope. Ah, da bist du. Hey, Kumpel. Komm her. Oh, sie ist wütend. Können wir das Thema noch umändern in Disney Dreamlight Valley? Kackt mal wieder ab. Nee, den Disney Dreamlight Valley Song haben wir ja schon. Ich kann jetzt nur noch Vanellope schön angucken. Wir machen uns schöne Augen. Dabei ist eines von meinen Augen tatsächlich mit einer Augenklappe verdeckt. Das Internet will nicht, das Spiel will nicht. Langsam fühle ich mich verarscht. Das geht mir alles auf den Sack hier. Das ist doch so annoying. Scheiße, scheiße, scheiße. Da gehe ich lieber Bogenschießen. Das dauert viel zu lange. Ah. Gut, dass sie sich bald um die Bugfixes kümmern. Haben sie ja gesagt. Fuck, fuck, fuck. Scheiß Langeweile. Fuck, fuck, fuck. Hohe Bratze, Mistsau. Was ist mit dem Internet gerade aktuell los? Ich verstehe es an. Letztes Mal, als das Internet kacke gewesen ist, da hätte ich es, glaube ich, verstanden. Da war, glaube ich, auch Sturm oder sowas. Also irgendwas war da. Irgendwas hat da nicht gepasst. Aber warum das jetzt schon wieder so komisch ist, ich verstehe es nicht. Wie gesagt, bitte sagt mir sofort Bescheid, wenn es zu schlimm sein soll. Weil dann müssen wir es halt lassen. Einen Song machen wir auf jeden Fall noch. Das wäre jetzt schade. Mit Schlagzeug, Piano und Gitarre. Oh, ich habe euch noch gar nicht die Geschichte. Ich habe meinen Sohn vorhin beim See abgesetzt.
Und ich habe ihn nur abgesetzt, weil da ist immer voll viel los und dann Parkmöglichkeiten ganz, ganz schwierig halt, ne? Und dann habe ich nur abgesetzt, weil ich ja weiß, da sind auch andere Leute, die sich halt um ihn kümmern und so weiter. Und die sind halt am See und die haben ihn halt kurz abgeholt. So, und was ist? Ich fahre halt kurz hin und dann ist da so ein Platzanweiser. Der sorgt dafür natürlich, dass die Leute da halt an den richtigen Platz kommen und so weiter. Und es war ein ganz netter. Es war ein richtig netter. Also wirklich, ein richtig, richtig netter. Und das mache ich jetzt, sage ich jetzt so oft, weil es einfach wahnsinnig übertrieben und absolut ironisch gemeint ist. Das war so ein richtig, richtig netter, in Anführungszeichen. Ich fahre davor und er macht so ein Hütchen halt eben davor, damit ich nicht durchfahren kann. Ich warte halt, bis er wieder da ist. Ich bin ja freundlich. Hätte das Hütchen auch einfach wegnehmen können, ihm irgendwo in die Ecke pfeffern können und sagen können, scheiß drauf, ich setze meinen Sohn nur ab. Der Hütchen kann mir gestohlen bleiben. Nein, habe ich nicht gemacht. Ich habe gewartet. Dann kommt er zu mir, nimmt das Hütchen weg. Ich kann vorfahren und sagt, ich soll da stehen bleiben da vorne. So, dann bleibe ich da vorne stehen, mache das Fenster runter und sage, Entschuldigung, in freundlichem Ton natürlich, Entschuldigung, Sie brauchen gar keinen Platz für mich zu finden. Ich muss hier nur kurz meinen Sohn absetzen, weil ich dann gleich wieder wegfahre. Originale Antwort: Ja, aber was wartest du denn dann da? Ich so, ich sollte doch warten. Es hieß doch, dass ich da warten soll. Ja, jetzt fahr halt vor! So, in dem Ton, weißt du? Dann habe ich meinen Sohn abgesetzt, rede kurz mit den Leuten, die sich um meinen Sohn kümmern, von wegen Essens und so weiter und so fort. Er hat gut gegessen, ich wollte halt nur sicher sein, dass er halt eben auch da, muss er halt eben nicht unbedingt, muss er halt da nicht essen, hat vorher gut gegessen, muss halt gewisse Dinge geklärt sein. Auch, dass er eingecremt ist, er war halt eingecremt und das muss halt alles geklärt sein vorher, ist ganz klar. So, ich steig gerade wieder ins Auto ein, mach gerade die zu, oder will gerade die Tür wieder zumachen zum Zurückfahren, schreit er über den ganzen Parkplatz: Fahr die Karre da weg! Und alle an, er hat gerade irgendjemand anderen eingewiesen, dass der andere halt eben in den Parkplatz reingehen kann und so weiter. Und ich stand dem nicht im Weg, wirklich nicht. Ich habe es ja gesehen, wie der eingewiesen wurde. Ich stand dem nicht im Weg. Der wollte nur noch mal betonen, dass ich da gefälligst wegzufahren habe. Dann fahre ich wieder zurück. Da hat er wieder sein Hütchen da vorne hingestellt. Ich hätte natürlich jetzt auch böse sein können und hingehen können und einfach dieses Hütchen nehmen und einfach sonst wohin pfeffern, weil er mich eh schon angekackt hat, der freundliche Mensch. Habe aber gewartet, weil er das Hütchen ja nicht ohne Grund da stehen hatte. Ich habe gewartet und hat gesagt, okay, dann warte ich jetzt einfach. Kommt er an mir vorbei und macht irgendwelche Gesten neben meinem Auto. Und ich denke nur so, ja, der wird bestimmt jetzt gemotzt haben, dass ich nicht einfach weggefahren bin und gewartet habe. Wird er wahrscheinlich deswegen jetzt gemotzt haben, ist mir aber egal gewesen. Ich habe mich nicht darauf eingelassen. Bin einfach wieder weitergefahren und mir gedacht, leck mich. Und dann war die Geschichte vorbei. Mit solchen Menschen muss ich nicht, ne? Ich lasse mich von sowas nicht mehr provozieren. Ich denke mir meinen Teil und sage mir einfach so, ist okay, ist okay.